das Segeln in den Fjorden ist dann eigentlich sehr ähnlich, in gewisser Hinsicht sehr ähnlich wie das Segeln auf Schweizer Seen. Man hat relativ flaches Wasser, wenn man das Korris gesund, der sehr groß ist, kann es da schon ein bisschen Welle haben, aber wenn man zeitnah ist, hat man einen ähnlichen Wellengang, vielleicht wie in Seen. Ja. Man hat sehr wechselnde Winde, Fallwinde, man hat sogar den Begriff Föhn, also der Schweizer Begriff Föhn wird auch in Grönland verwendet, oder? Und dann so katabatische Winde. Also man muss sehr, man kann sich nicht sehr gut auf den Wetterbericht verlassen, man muss die örtlichen Gegebenheiten, ja, und halt die Augen offen halten.